Also hier befinden wir uns am Beginn der Ausstellung, in dem ersten Kapitel, die Dinge. Das zeigt also eine Auswahl von Stillleben. Es sind Glasgegenstände, es sind aber auch andere Objekte und vor allen Dingen Pflanzen. Die Zeit zwischen den Kriegen war auch geprägt von einer Rückkehr zum Gegenstand. Die Maler haben versucht, diesen Gegenstand möglichst illusionistisch, also präzise, realistisch wiederzugeben. So zum Beispiel Reflexionen auf Glas, wo auch das Lichtspiel erkennbar wurde. Aber auch Pflanzen und insbesondere Kakteen, also die zu einem regelrechten Kakteenfieber in der Malerei der neuen Sachlichkeit geführt hat, aber auch in der Fotografie, sind sehr gerne Bildgegenstand gewesen. Hier haben wir ein Gemälde von Otto Schön, das schon mal im Münchner Glaspalast 1929 oder 1930 ausgestellt war. Und man sieht diesen Blick ins Atelier des Künstlers und auch zugleich, was jetzt diesen Maler so an diesem Sujet interessiert hat. Es sind nämlich genau diese abstrakten, diese kubischen Formen, die sich so wunderbar darstellen ließen. Und auch die Fotografen wie Albert Renger-Partsch, August Sander, aber auch Amateurfotografen haben dieses Motiv sehr, sehr gerne aufgegriffen. Also man sah in diesen Gegenständen, die dann auch in keinem Bauhausatelier gefehlt haben, wirklich diese abstrakte Schönheit der Pflanze.